Ich muss mal kurz nach dem zuversichtlichsten Text suchen. ich kenne ihn sogar auswendig. Er heißt Hurra oder so. Und der geht so. Ich möchte gern jubeln und frohlocken, doch leider habe ich Streptokokken. So. Das war's mit guter Laune. Das quasi das Höchstmaß an Euphorie, das heute auf sich zufährt. Also wenn sich diese Veranstaltung als Euphorietransporter vorstellen, dann fährt er quasi direkt auf sie zu. Und jetzt kommt ein Gedicht, das heißt Gelingendes Leben. Und dann hoppst du aus dem Federbock, schwingt von der Matratze, schwingst im Kreis, rockt der Edelmann, ist leider auf der Katze, macht nix, war eh nicht die Letzte. Bist auf 180 aus dem Haus, einer Fetzte. Und dann gehst du Runde joggen, bisschen Cardio-Programm, kann dich lang schon nicht mehr joggen, du bist Jean-Claude Van Damme und dieser Tag ist dein Blattsport. Dieser Tag ist deine Bitch. Du bist der Kaiser auf Export. Zu optimiert für den Kitsch. Und du inhalierst ein Brötchen, somit fertig, komme Bio, aber keine Zeit für Butter, werd mal fertig, sag mal, wieso kann die S-Bahn denn nicht einmal pünktlich erscheinen? Hab Appointments und To-Do, soll man Leute doch meinen, mit Wert zu machen, mach dir das mal bewusst, aber du schweigst lieber still, zu optimieren für den Frust. Und dann nimmst du noch eine Nase, rennst drei Runden um den Tisch mit dem Kopf, du schwemmst der Gase und dann bist du wieder frisch. Es geht immer nur ums Rennen, ohne Grund und ohne Sinn, es geht immer nur ums Rennen, aber niemals ums Wohin. Und schon Mama sagte, was kann es denn Dringendes geben, wenn nicht gelingendes Leben? Was kann es denn Dringendes geben, wenn nicht gelingendes Leben? Du musst dich erheben und streben und geht's mal daneben, eben rasch übergeben, Mund abputzen. Weiter. Und dann kriegst du eine Erkältung und du jubelst, das gefällt. Musst du kühl, machst du Mail und fühlst dir richtig schön als Held. Sitzt mit Schal und Tee am Workspace. Schließt schon lange und vernehmlich. Machst heroisch ein auf Workface. Denn was wäre es doch dämlich? Alleine leiden, wo es niemand sehen kann. Denn wo bliebe da die Ehre und wo bliebe da der Fun? Dein Heilpraktiker, der dir deine krummen Rücken und Seele richten soll, darf dann auch schon mal 50 Euro kosten oder 60. Qualität hat ihren Preis und Vertrauen ist unbezahlbar. Nur als er dir mit dem glühenden Stummel einer Schwefelzigarre dicht über den Bauch zu kreisen beginnt, fragst du doch mal nach, was er denn damit jetzt so im Einzelnen beabsichtigt. Er sagt, so genau wiss er das auch nicht. Er spreche nur gebrochen Chinesisch. Und dann trackst du eine Minute. Du lockst ein Ticket für IT und dann hast du noch eine Telco. Welche Sprachen sprechen die? Ach, Arabisch. Aber waren es denn nicht eigentlich die Briten? Bis vor gestern, sagt dein Chef und sagt weiter, er ist bitten, dass er doch von dir erwartet, zumindest dann und wann, wo du dich gerade befindest, dir zu merken, dann und dann und dann. Und dann öffnet die Kollegin aus der Buchhaltung die Glastüre zum Konferenzraum und will wissen, ob du die 10 Euro für Steffens Abschiedsgeschenk gedacht hast. Du fragst, welcher Steffen? Woraufhin die Kollegin, na Steffen, aus der Beratung im dritten Stock. Woraufhin du, ich bin Steffen aus dem dritten Stock. Woraufhin dein Chef dir verlegen beide Hände schüttelt und Folgendes äußert. Herzlichen Glückwunsch, Steffen. Wir alle hätten gerne mal die Chance, unsere Karrieren so richtig in Ruhe zu überdenken, aber dir ist die vergönnt. Und schon Mama sagte, was kann es Dringendes geben, wenn nicht gelingendes Leben? Muss dich erheben und streben und geht's mal daneben eben rasch übergeben, munter putzen. Weiter. Und dann pumpst du kräftig Mucki, stemmst die Eisen unter Stöhnen und dann hörst du rucki-zucki zu den Auserwählten gehen, die da gute Weisen stemmen. Überlass dich nicht den Gehen. Fängst du etwa an zu flennen? Hast du Krämpfe in den Beinen? Sind das Tränen oder Schweiß? Ja, das will ich aber hoffen. Und du denkst, was soll der Scheiß? Nur die Antwort lässt du offen, lieber weiter auf die Laufbahn. Unterschied zu sonst gering. Und es geht immer nur ums Laufen. Aber niemals ums Wohin. Und dann skippst du noch eine Lunchtime und dann richtig Powernapping. Und dann abends vor der Glotze konzentriertes Dauersapping. Immer wieder drückst du kraftlos auf den kleinen roten Knopf, hältst dazu die Fernbedienung an den leeren toten Kopf. Und schon deine Mutter fragte, was kann es denn Dringendes geben, wenn nicht gelingendes Leben? Was kann es denn Dringendes geben, wenn nicht gelingendes Leben? Danke.